Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid meine kleinen liebsten Drogeriemäuser. Das heißt, ich habe heute ein weiteres Drogeriefavoritenvideo für euch. Ich habe ja alles so ein bisschen vorproduziert. Das heißt, ihr werdet ein paar Produkte vielleicht noch nicht kennen und ich tue so, als würde ich sie schon seit Wochen benutzen, was ich ja auch schon tue. Manche kennt ihr aber auch noch nicht und ich habe ein paar Produkte hier, mit denen wir einen Look so ein bisschen nachschminken wollen. Inspiration dazu ist das neue Musikvideo von meiner kleinen Schwester Ariana Grande. Und wir schminken einen Look. Ich habe tolle Produkte hier und ich freue mich, wenn ihr heute mit dabei seid. Eine kleine Bitte habe ich. Und zwar würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal unbedingt abonniert. Ich habe nämlich gesehen, Freunde. Ich hatte gestern einen Call mit YouTube. No joke. Ich hatte gestern einen Call mit YouTube und in dem Gespräch kam heraus, dass 38,7% von euch, die meine Videos schauen, noch nicht meinen Kanal abonniert haben. Das ist sehr, sehr schade und ich würde mich freuen, wenn ihr das einmal nachholen würdet. Und wir fangen jetzt auch gleich an. Es wird ein ganz entspanntes Video. Holt euch was zu trinken, holt euch was Kleines zu essen und wir schminken uns jetzt zu Ariana Grande. Guess what? Ich glaube, es wird nichts. Wir sind dann Maxim Giacomo Grande. Das klingt irgendwie so wie so ein Getränk bei Starbucks. Egal. Hallo, ich bin da. Bevor es losgeht, eine Sache möchte ich mit euch heute noch mal kurz besprechen. Und zwar habe ich letzte Mal nach meinem Video mit Beautymates ganz viele Nachrichten bekommen, ob ich das noch mal zeigen kann und noch mal so ein bisschen genau auf den Set-Konfigurator eingehen kann. Ihr wisst ja, Beautymates und ich, wir sind die besten Freunde und das auch schon seit über einem Jahr. Und die Hyaluron Cream Lift ist mein absoluter Favorit. Ich benutze die jetzt schon seit anderthalb Jahren knapp, jeden Tag vor meinem Make-up. Das ist eine günstigere Version zur Charlotte Tilbury Magic Cream. Ich liebe, liebe, liebe diese Creme. Ihr seht gleich sofort einen richtig schönen Glow auf meiner Haut. Und die versorgt die Haut schön mit Feuchtigkeit. Das Schöne bei Beautymates ist, ihr könnt eure Hautpflege sehr gut personalisieren. Ich weiß natürlich nicht, was ihr gerade braucht. Und ihr könnt mit dem Set-Konfigurator einmal die Creme auswählen. Es gibt zwei verschiedene Cremes. Ich benutze immer die Cream Lift für trockene Haut. Die gibt euch gleich so einen richtig schönen Glow. Und dann könnt ihr eure einzelnen Drops mit hinzufügen. Ich benutze jeden Abend die Augenlifting Booster Drops. Und jetzt seit dem letzten Video, da sind sie nämlich neu rausgekommen, die AHA Glow Booster Drops. Das reicht dreimal die Woche, das ist wie so ein kleines Peeling, ein chemisches, sehr, sehr zart, also ohne, dass es brennt. Ich sage aber trotzdem dazu, benutzt auf jeden Fall Sonnenschutz. Schaut euch mal diesen Set-Konfigurator an. Natürlich habe ich einen Code für euch, ich würde sowas nicht machen ohne Codes. Ich weiß, ihr wollt immer ein kleines bisschen was sparen. Deswegen mit dem Code könnt ihr 20% auf eure Bestellung sparen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Die Creme pflegt super gut und ihr habt den direkten Glow auf der Haut. Und vor allen Dingen jetzt im Winter so ein bisschen die alten Hautschuppen weg und ein bisschen Glow ins Gesicht. Und jetzt geht es los mit dem Make-up. Ich möchte als erstes einen Primer benutzen und den hatte ich euch hier noch gar nicht gezeigt. Ich habe das vergessen, denn es geht hier um den BH Paradise Primer. Das ist ein Illuminating Face Primer. Ich hatte den in einem Live für BH Cosmetics benutzt und hatte dann vergessen, dass ich ihn euch auch hier zeigen wollte. Aber das ist ein Primer, der ist absolut glowy. Look at me now, Mom. Ich bin ein Zinnmann. Das ist absolut Glow. Es gibt ihn in verschiedenen Versionen für trockene Haut, mattierend, feuchtigkeitsspendend und illuminating. Es gibt sogar passend dazu Setting Sprays. Die habe ich auch schon benutzt. Ein paar habe ich in eine Verlosung gepackt, aber das für das Refreshing Spray, das weiße, benutze ich sehr, sehr gerne. Übrigens, ihr wisst es, bei BH Cosmetics online. Vielen Dank für euren Support da. Ich kriege ja einmal im Monat so eine Auflistung, dass ihr den Code MAXIM10 für 10% Rabatt sehr, sehr gerne benutzt. Das freut mich total. Ihr unterstützt mich damit wirklich sehr. Ja, schaut da mal vorbei. Also ihr habt dann wirklich einen extremen Glow auf der Haut. Ich glaube, die Foundation sollte kein Geheimnis für euch sein. Ich rede eigentlich nur noch über diese Foundation. Das ist die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation. Freunde. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Die hat eigentlich meine Dior Foundation abgelöst, ne? Und ich bin ja wirklich die Dior Maus, Foundation Maus vorm Herrn. Das ist die schönste Foundation, die ich seit langem benutzt habe. Sie hält so gut, vor allen Dingen jetzt, wenn die Luft so trocken wird langsam und ihr einfach frisch und prall aussehen wollt. Farbrange ist eine mittelschwere Katastrophe. Ich habe Glück gehabt und wenn ihr heller als ich seid,
werdet ihr auch Glück haben. Alles, was dunkler ist als ich, ist das leider nichts. Schade. Ihr seht sofort diesen Glow auf der Haut in Kombination mit diesem Primer. Freunde, da könnte ich mich reinlegen. Die Foundation kostet einfach mal 3,50 Euro. Und dann 3% Mehrwertsteuerabzug. Das ist ja fast ein Geschenk. Also, das ist wirklich. Ich habe leider noch keine Rückmeldung von Rival de Loup bekommen. Rival Loves Me hatte mir geschrieben, tatsächlich nach meinem Video zu der Limited Edition. Da kommen wir auch gleich zu. Sie haben sich sehr gefreut über euren Support und sie haben gemerkt, dass ihr wirklich super, super viel von den Produkten dann nach meinem Video gekauft habt. Also auch da vielen Dank, dass ihr mir so sehr vertraut. Aber ihr seht es ja, das ist ja das Schöne beim Make-up. Man kann keinen Quatsch erzählen, weil ihr seht das Ergebnis. Ich filme in 4K. Die Kamera kann besser gucken als ich. Super, super schön, sieht feuchtigkeitsüberflutet aus. Ich komme ein Stückchen näher, weil ich sitze hier fast da hinten. Concealer, ich weiß, das ist so eine Hassliebe bei manchen von euch, aber ich mag den sehr, sehr gerne. Den werdet ihr demnächst erst in einem Video sehen. Aber ich habe den ja schon so oft benutzt. Das ist der Infallible Concealer von L'Oreal. Tarte Shape Tape kennen wir nicht mehr. Das ist iconic, dieses Ding. Damit kann man super schön highlighten. Der hat die krasseste Deckkraft. Also, ihr wisst ja, dass ich Augenringe habe. Es ist schon besser geworden mit den Augenlifting-Boostern. Und viel Pflege und viel Trinken. Wirklich, ich trinke extrem viel im Moment. Es hilft eigentlich ganz gut und ich bin viel, viel fitter und viel, viel besser drauf. Also Freunde, macht euch einen Tee. Ich blende den erstmal hier so ein bisschen aus. Er trocknet recht schnell an. Während das Ganze so ein bisschen runtertrocknet, benutzen wir das Puder und tatsächlich muss ich unbedingt jetzt, wenn ich hier heute fertig bin, Rossmänner abklappern. Dieses Puder. Ich brauche dieses Puder in allen möglichen Farben und Formen. Also, ich brauche Backups davon. Das ist das Ready for the Frill Transparent Baking Powder. Ich vermute, dass Rival de Loup Young, Rival Loves Me, das Ganze ins Standardsortiment bringen wird, wenn sich das gut verkauft. Und ich denke mal, dass sich das sehr, sehr gut verkauft hat. Ich gehe dann einfach mit meinem Tati Blendeful in das Puder rein, lade es richtig gut auf, schaue nach oben und dann sette ich damit unter meinen Augen. Ihr seht sofort, es hält auf. Es hat kein Flashback, wenn ihr Fotos macht. Ich habe es ausprobiert. Und ich hoffe, liebes Rival de Loup Team, Rival Loves Me Team, Standardsortiment. Bitte. So, und jetzt könnt ihr auch sehen, dass ich schön hell unter den Augen bin. Es ist frisch, glatt, weich gezeichnet. Fantastisch. Meine Haare gehen mir so dermaßen auf den Zeiger. Weiter geht es mit Blush. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen überrascht gewesen. Denn ich habe den im Love Adventskalender drin gehabt. Und das ist der Multi-Bronzer. Hat nichts mit Bronzer zu tun. Das ist eine Kombination aus Rouge und Bronzer, dezent auf die Wangen auftragen, um einen sonnengebräunten, frischen Look zu erhalten. Was irre ist, und könnt es glaube ich sehen, also die Farbe, die ihr jetzt gerade seht, das ist auch die Farbe, wie er hat. So dieses Lachs und Aprikot und Grau auf dem Gesicht. Ist das richtig? Das ist so zart. Das ist super erwachsen. Also, wenn man auf erwachsenen Glow steht, das Ding hier von Love. Als Contouring nehme ich hier von Essence die Palette und setze mir das nur hier hin und dann habe ich hier halt einfach gleich so ein bisschen Kontur. Schreibt mir doch jetzt gerne mal in die Kommentare, konturiert ihr noch? Ich habe das Gefühl, dieser Contouring-Trend ist so ein bisschen verschwunden wieder. Außer bei mir. Amazing. Für meine Augenbrauen benutze ich im Moment ausschließlich von Essence hier den Tiny Tip Precise Pen. Und damit ziehe ich mir einfach so ein paar Härchen rein. Ich mag im Moment nicht dieses gerade Linie ziehen mit einem Augenbrauenstift. Und das ist hier das Beste überhaupt. Bin so froh, dass dieser Anastasia Brow Trend vorbei ist. Ich finde, bei Männern, die sich schminken, sind diese Fluffy Brows halt einfach iconic. Es ist so natürlich und so. Ich finde es schon fast sexy, wenn die Augenbrauen sehr, sehr fluffig sind. Für meine Augen habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich meine Palette benutze, aber ich glaube, mittlerweile habe ich sie euch auch genug gezeigt. Ihr kennt meine Palette. Deswegen benutze ich hier von Bella und BH die Palette. Eigentlich nur drei Farben vielleicht, und zwar die Farbe Scorpio. Und ich gehe mit einem Letizia-Pinsel hier rein, lade den Pinsel gut auf und setze mir den hier hin. Dieses super pigmentiert, ziehe mir damit einfach, ja. Ihr werdet jetzt gleich sehen, den Look, den ich in meinem Kopf habe, der ist halt so ein bisschen Ariana Grande inspired gewesen. Ich gebe mir das nur hier hin, an meine Crease.
und blend das dann nach außen und nach oben. Ihr seht sofort, das Ganze gibt dem Auge richtig schön Dimension. Der Spiegelhai ist damals runtergefallen. Und dann nehme ich einen flachen Pinsel, gehe in die Farbe Take Care und ziehe mir damit eine Cut Crease. Also ich möchte wirklich mein bewegliches Lid super, super hell haben. Vielleicht sollte ich das doch mit Concealer machen? Nee, das reicht. Es ist schon fast zu weiß bei mir. Aber sehe ich schon aus wie Ariana Grande? Dann nehme ich einen flachen synthetischen Pinsel, gehe wieder in die Farbe Scorpio und ziehe mir hier wie so ein Eyeliner hoch. Und damit kann ich dann die Crease wieder so ein bisschen definieren. So ein richtiger 0815 Look, aber es sieht halt einfach iconic aus. Ich verblende das Ganze nochmal hier so ein bisschen. Gehe gleich in die Farbe Cash. Setze mir das in mein Inner Corner. Und ganz leicht hier mit auf mein bewegliches Lid. Ganz leicht. Und auch nur hier vorne. Oh, cute. Okay. Für die Wimpern benutze ich im Moment auch ausschließlich neben der Lash Paradise den Intensifier Mascara, die Intensifier Mascara von Riva Loves Me in Blau. Ich mag das Bürstchen total gerne. Und ich fokussiere die Mascara fast nur außen hin. Das liftet das Ganze nämlich nochmal so ein Stückchen. Und alles, was liftet, ist gut. Auf meine Lippen gebe ich von Maybelline Superstay Ink in der Farbe 65 Seductress. Und ihr könnt damit ruhig so ein bisschen übermalen. Ich sehe eher aus wie Kylie Jenner für Arme. Aber ist okay. Als Lipgloss benutze ich von Trendadept das Pure Nude Lipgloss in der Farbe 030. Und das gebe ich mir nur hier so in die Mitte hin. Sieht dann nämlich hier noch so ein bisschen voller aus. Nicht an die Seiten, weil ich finde, Lipgloss in den Mundwinkeln sieht immer aus wie Spucke. Und das ist mein fertiger Drogerie-Make-up-Look. Favoriten, I stan, Ariana Grande Who. Kenne ich nicht. Könnte meine Schwester sein oder ich sehe aus wie die günstige Version davon. Freunde, hi, ich liebe diesen Look super schnell, super simpel, sehr, sehr günstig tatsächlich. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und schaut unbedingt bei Beautymates vorbei. Ich lasse euch die Links einmal unten in der Infobox, genauso wie mein Code. Damit könnt ihr noch ein bisschen sparen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.